Kann nicht sein. Kann nicht sein. So. Oh, diese Stelle hasse ich genauso wie die. Ah, yes! So. Oh Mann. Ich hab keinen Bock langsam mehr auf das scheiß Level. Und immer von ganz vorne wieder anfangen. Ah, hoch mit dir, du Fettsack. Gut. One up for me. Wehe. Wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Komm hoch, blöde Kugel. Feuerball, was auch immer. So, jetzt Konzentratione. Oui. Gut. Schon mal okay. Pilz. Nein. Vorsicht. Achtung, Wump. Boah, das ist echt. Ich muss direkt. Deswegen ist er auch so langsam. Ich muss direkt dahinter laufen. Genau, so klappt's. So klappt das. Und so klappt's nicht. Boah, ist das mies. Einmal möchte ich mit Pilz hier rauskommen. Aber es klappt nicht. Ah, ja, doch. Hier habe ich wieder einen. Gut, gut, gut. Stimmt ja. Hätte ich fast vergessen. Ah, blöde Stufen über. Hier kann man auch nirgends Anlauf nehmen. Aber hier. Ja, genau. Ja, nein, ja, nein. Oder hier, oder was? Noch Fragen? Ich frage euch, ist das so schwer? Da stelle nur ich mich gerade so blöd an. Ich hoffe, es ist so schwer, sonst muss ich an meinem Können zweifeln. Nein, das würde mein Ego nicht überleben. Bitte nicht. Komm her, du Kackpilz. Du Stinkmorschel. So. Runter. Hoch. Nein, so nicht. Moment. Warten. Hoch. Hep. Das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und das ist jetzt eigentlich wirklich nicht schwer, die Stelle, oder? Das ist doch einfach nur Konzentrationsschwierigkeiten! Ja, gut, dass hier immer diesen extra Lebenpilz gibt, sonst hätte ich jetzt auch noch ein Lebenproblem. Hätte ich nie gedacht, dass ich hier noch ein Problem mit den Leben kriegen könnte, eventuell. Ui, Vorsicht. Na, herkommen. So. Ah, Gottes. Das gibt's doch nicht. Total schlecht. Springt so hoch. Blöden Dinge. So. Fast schon wieder abgerutscht. Guckt euch das an. Guckt euch das doch mal an. So. Während meines nächsten Versuches schweige ich. Vielleicht funktioniert es ja dann. Wenn ich nicht noch dazu labernd. Also.
Leute, das gibt's jetzt nicht. Ich halte zum ersten Mal die Fresse und es funktioniert hier so gut wie die ganze Zeit nicht. Ich sollte keine Let's Plays, sondern nur noch Long Plays machen, ohne meine Stimme drüber, also ohne zu labern. Das gibt's echt nicht. Ah, das träume ich doch. Kaum halte ich die Fresse, läuft's. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr, die Konzentration ist viel mehr, wenn man die Schnauze hält. Egal, es hat funktioniert. Ich bin beim Endboss und hier ist er, Koopa. Hui. Hier müssen wir einfach nur, ja. Wir müssen gar nichts machen. Er macht eigentlich alles von selbst. Er schmeißt sich einfach mit seinen 1294 Tonnen auf diese Steinblöcke, bis sie kaputt sind und er in den Abgrund fällt. So. Ja, nur noch einmal, dann hab ich es schon. Dann ist das Spiel geschafft. So. Letzter Versuch. Und tschüss! Das wollte ich jetzt nochmal laut drehen, dieses Toll. Ich hab's geschafft! Super Mario Bros. 3 ist durch und die blinke Blitze Supertür öffnet sich. Und ich verschwinde darin. Auf Wiedersehen. Hui! Und Peach sitzt dort und weint. Doch plötzlich fällt Licht in den Saal. Sie wacht auf und nein! Ist es ein Fleischklops? Ist es eine Bowlingkugel? Nein, es ist Mario, mein Held. Thank you. But our princess is in another castle. Als kleine Anspielung auf den ersten Teil. Just kidding. Ha ha ha. Nur Spaß. Bye bye. Super Mario Bros. 3 und der Vorhang schließt sich. Sehr schön. Und ein Abspann kriegen wir noch. Welt 1, Grassland. Steppenland. Desert Hill. Die haben hier ein paar bisschen die Namen geändert in der zur NES-Version. In der zweiten stand Desert Land. Da stand überall Land dahinter. Seaside hieß Sealand in der NES-Version. Da wurden überall die Namen ein bisschen genannt. Big Island hieß vorher Big Land einfach. The Sky hieß bei NES Skyland, glaube ich. Iced Land war das Iceland ohne D. Pipe Maze, weiß ich nicht mehr. Castle of Koopa hieß bei NES, stand dort, glaube ich, Darkland. Oder so in der Art. Castle of Koopa. The End. Bisschen kurzen Abspann für so ein saulanges Spiel. Eigentlich hätte man die ganzen Gegner noch präsentieren können. Wie man das auch bei Super Mario World dann gemacht hat. Aber naja, damals waren wir noch nicht so verwöhnt wie die Leute von heute. Nicht wahr? Da hat man auch gern mal 8 Stunden gespielt und dann nur einen 2-minütigen Abspann gehabt. Nicht mal. So, damit endet also Super Mario Bros. 3 auf dem Super Nintendo. Gespielt. Im Original natürlich auf dem legendären Nintendo Entertainment System. Ich sage ciao, bis zum nächsten Let's Play. Wir spielen als nächstes Donkey Kong Country 3. Diddy's. Nee, wie heißt das? Dixie Kong's Double Trouble. So war der Subtitle. Der Subtitel, der Untertitel. Freue ich mich schon sehr drauf, die Affen wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.